Ist aber schon ein bisschen nervig, ne? Ewigkeiten immer wieder wollen sie hier, ne? Stress und so. Geht zwar relativ schnell runter, aber es geht mir auf. Schon wieder Piraten. Ey, weißt du, ich komme gerade aus dem Norden. Nur einmal sind sie wieder da. Als ob die genau wissen. Ey, die sind gerade abgehauen. Lass mal schnell wieder hinkommen. Das gibt mir auch auf den Driss. Mann, 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 ey, Piraten. Friedrich Wilhelm. Hey. Oh. Gar nicht mal so verkehrt mit seinen Werten. Vor allem, dass man auch mit 0 Jahren, ne, also er ist gerade geboren, genau sagen kann, wie er ungefähr regieren wird. Finde ich sehr interessant. Hätte man vielleicht ein bisschen abändern können und zu sagen, ja, je nachdem, wie gut man ihn ausbildet, wie gut man sich um ihn kümmert, welche Tradition man ihm gibt und so weiter, wird er anders. Wäre vielleicht ein bisschen logischer gewesen, aber naja, so ist auch sehr interessant. So, wir neue Piraten, allerdings können wir die auf dem Rückweg platt machen. Wehe, da oben erscheinen gleich wieder welche. Canberry, ach, das war das da. Machen wir die auch mal fertig. Rückenkratz. Ich würde sagen, bevor ich den Osmanen nicht erkläre, warte ich gerne, bis der Ruf weg ist. Fällt mir gerade ein, ich könnte ja eine Botschaft bauen, damit es ein bisschen schneller geht. Das machen wir, glaube ich, auch gleich mal. Wenn denn ein Magistrat ankommt. Das geht dann soweit auch schneller weg. Und am besten erledigen wir erst die ganzen Aufstände, die auf einmal so auf plötzlich alle gleichzeitig kommen. Und am besten bauen wir die dann an der französischen Grenze. Weil jene Provinzen am längsten brauchen, bis sie eben, ja, mir gehören wirklich. National werden, das wollte ich sagen. Dezentralisieren halten 1. Machen wir mal. Warum machen wir mal? Weil, wo ist denn das? Da ist das. Weil durch weniger Unruhe und so weiter, ne? Durch Krieg. Die Aufstände sind natürlich auch weniger geworden, ein bisschen. Naja. Wie soll ich das mir ungefähr ausmalen? Zentralisieren, dezentralisieren, verstehe ich nicht so genau. Als ich zum allerersten Mal EU3 gespielt habe, habe ich gedacht, das heißt so viel wie, wir denken mehr national und die dann denken dann eher mehr international, aber naja, war nicht so. War nur eine Idee. Ach, die Schweden haben es in den Griff bekommen, sehr gut. Dann, ja, warten wir ab, was so passieren wird alles. Ach, die Azteken hängen da rum. Sieh an, haben sie ganz Stück Maya übrig gelassen. Ach, das gehört auch mal mir. Na dann. Wow, 2000 Mann. Oh mein Gott, der Franzose schickt 12.000 Mann an die Grenze. Supi, was willst du damit erreichen? Hast du schon gemerkt, dass es nichts bringt? Dänemark, was ist Frieden mit Mutapa? Mutapa? Was macht Tripolis da unten? Oh, die haben Provinzen, cool. Wow, 2000 Mann. Wehe, du gehst jetzt dahin. Sehr gut. Ich habe schon zugetraut, dass sie jetzt die 2000 Mann da stehen lassen und dann dahin geht. Ich habe es schon kommen sehen. So, das kleine Kolonialproblem haben wir kurz beendet. Und ich muss schon sagen, es ist ziemlich scheiße, wenn da oben Aufstände sind und ich auf dem Weg dann da unten was tut. Ist schon kacke. So, Aufstände gehen aber relativ schnell wieder zurück. Hängt wie gesagt von der Kriegsmüdigkeit und vom Ruf zusammen. Wenn ich da gleich die Botschaft fertig gebaut habe, geht der Ruf auch schneller wieder weg. Schon wieder. Ach Mann. Ich will, dass das aufhört. Das ist nervig.
Ah, bin ich nicht gerade Papst? Guck mal, ich bin Papst. Haha. Kann ich Aragorn exkommunizieren? Nein, natürlich nicht. Ich kann niemanden exkommunizieren. Ich könnte nur einen wieder reinbringen. Ich kann niemanden exkommunizieren? Kann ich mich selber exkommunizieren? Das wär's doch mal. So ein Kreuz kann ich auch nicht ausrufen. Wieso eigentlich nicht? Ach so, aber schon einen Laufen haben. Der bis 1625 laufen wird gegen die Inkas. Die Inkas. Ja, dahin wurden auch hier Kreuzzüge gestartet. Zwar keine richtigen wie damals im, ne, Heiligen Land, aber da gab es auch welche. Gerade Spanien hat sich ja ein ordentliches Stückchen Kuchen abgeschnitten. Also ganz Mittelamerika und fast ganz Südamerika bis auf Brasilien. Oh. Mangelwertiges Erz. Das heißt so viel wie ich krieg weniger plus. Aber Fische sind gut drauf. Die Fische sind gut drauf. Portugiesen in Massachusetts? Das ist auch sehr interessant. Was auch immer die da wollen. Wir sind hier, um unseren Lebensraum Westen zu holen. Ah. Wirklich? Ich sage ja, es ist ziemlich intelligent, da einen Aufstand zu machen, wo die Armee steht. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen. Ihr vielleicht? Ja. Wer hat das gesagt? Ich. Okay. Kann ich gerade nur Blödsinn labern? Und falls ja, entschuldige ich mich. Es ist nicht wirklich Absicht, Blödsinn zu labern von mir. Ich weiß, es hat gerade nur keine anderen Themen. Wobei ich könnte sagen, wie, ich war ja heute, 21. September im Übrigen, morgen ist Bundestagswahl. Ich habe ja heute in aller Ruhe Leverkusen gegen Mainz geguckt, habe mich ziemlich gefreut, weil wir Mainz abgeschlachtet haben mit 4-1. Ich fand's witzig. Ich weiß nicht, ob vielleicht ein paar Mainz-Fans unter den ganzen Zuschauern sind. A, ihr müsst wohl zugeben, dass ihr ziemlich schlecht gespielt habt, ansonsten wäre es nicht 4-1 ausgefallen. Und B, Kopf hoch. Kopf hoch. Wir haben auch gegen Schalke voll unglücklich verloren, obwohl wir so schlecht waren. Obwohl wir so schlecht waren, haben wir total unglücklich verloren. Hä? Ja, ich weiß. Wir haben auch gegen Schalke verloren, weil wir eben so scheiße gespielt haben. So, das muss da mal raus. Wow, Persen ist ziemlich groß. Und irgendwie bei EU3 habe ich mal Probleme, die Zeit richtig einzuhalten. Ich gucke die ganze Zeit immer ganz schräg nach unten, sehe, oh, noch 12 Minuten Scheiße labern. Wie willst du das machen? Aber irgendwie geht's dann doch noch. Ich versuche ein bisschen mein Kolonialreich ein bisschen nach Süden auszudehnen. Vielleicht gelingt es mir ja. Kriegsmüdigkeit 0,4. Nahezu weg. Und ein Hessener ist auf dem preußischen Thron. Naja. Wieso habe ich eigentlich nur 2 Stabilität? Ich möchte gerne 3 haben. Davon werden auch die Aufstände weniger. Ja, auch wenn man es nicht ganz glauben mag, davon auch. Nebenbei werden die Steuereinkünfte auch höher. Upsala, das war meine Tastatur. Die wollte sich gerade verabschieden. So, schon wieder jemand abgenippelt. Alter, 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 alter. Oh, Risikonation Revolte weniger. Sehr gut. Geboren in das Heilige Römische Reich. Genau, von welchem Land stammst du? Von das Heilige Römische Reich, ja. Im Übrigen, falls einige sich vielleicht interessieren, ich habe mir immer noch keine EU4 geholt, also Europa Universalis 4. Warum? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich habe bisher nicht wirklich die Interesse gefunden, zum Shop zu gehen, zum Saturn oder zum GameStop oder irgend sowas in der Art. Was es bei uns halt so gibt, um da mal zu sagen, ja, ich hätte gerne. Ich habe mir aber sagen lassen, dass das gar nicht mal so oft gibt im Laden, als ich mir dachte. Einmal habe ich einen Kollegen von mir mal gefragt, der gerade zufällig da gewesen war, von wegen, hey, hast du vielleicht zufällig EU4 gesehen? Nö, haben sie nicht. Was? Na gut, wenn sie es haben, haben sie es halt nicht, ne? Dann ist das halt so. Ich gucke vielleicht irgendwann mal nach, aber wie gesagt,
Ich halte euch einfach mit diesem Stand mal auf den Laufenden. Ich habe zwar nicht zwingend vor, EU4 LP zu machen, aber naja, wer weiß, vielleicht wird es dann doch noch was. Auf jeden Fall, ich muss es mir erstmal holen, erstmal in aller Ruhe spielen, bevor da irgendetwas passieren wird. Soll gut auf Deutsch heißen, solltet ihr brennend darauf warten, dass davon ein LP kommt, geduldet euch, es kann auch was dauern. Allerdings, Victoria 2 WLP läuft ja wieder seit morgen. Ja, ich muss noch die Videos morgen hochladen, dann geht's damit auch wieder weiter. Ich hoffe, das wird nicht ganz so beschissen wie mein erster Versuch mit den Österreich-Ungarn. Ich hoffe, das wird jetzt besser werden. Wenn ja, ist es gut, dann können wir dann alle ruhig schön Abschluss machen, wie die meisten, die es sich so sehr gewünscht haben. Danach können wir ja Darkest Hour WLP machen mit einer kleinen Herausforderung. Und währenddessen. Ja, was ich noch frage, ist, was ich nach diesem LP hier. Obwohl, nee, ich weiß ja ganz genau, was ich nach diesem LP hier machen werde. Haha. Ein ziemlich lustiges Spiel werde ich dann spielen, was allerdings, ich meine, relativ schnell vorbei sein wird. Vielleicht wissen es schon einige, vielleicht habe ich es schon ein paar Mal verraten. Ich weiß es jetzt gerade nicht, aber. Falls ich es noch nicht verraten habe, werde ich es nicht tun, weil ich möchte gerne auf die Folter spannen. Um es ein bisschen spannend zu machen, das Genre wird sich ändern. Oh ja, Leute, das Genre wird sich ändern. Ich werde ein ganz anderes Spiel spielen als bisher. Es wird kein Strategiespiel mehr sein. Ich weiß, es klingt jetzt ziemlich seltsam, gar nicht nach mir, aber failed. Trotzdem. Ich möchte mal wieder was Neues machen. Abgesehen davon war es eines meiner Lieblingsspiele seiner Zeit. Habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Und habe mich sehr darüber amüsiert. Wie lange es noch dauern wird, bis ich dann beginne, falls jetzt die Frage kommen sollte, keine Ahnung. Ich nichts wissen. Wenn EU3 durch ist. Wie lange dauert EU3 noch? Naja, ich sag mal, in diesem Part werde ich keinen Krieg machen. Vielleicht im nächsten Part 3 werde ich die Osmanen killen. Sagen wir so, wenn ich jetzt knallhart bin, würde ich sagen. Vielleicht mache ich noch drei Aufnahmen, diese nicht mitgerechnet. Dann war's das. Sag ich jetzt einfach mal. Also kann man sagen. Oktober? Ende Oktober? Vielleicht. November? Nee, Oktober, November, doch, Oktober, November, klar. Vielleicht November. Mal gucken, auf jeden Fall wird EU3 vor diesem, also in diesem Jahr noch beendet werden, sagen wir es mal so rum. Puh, das ist, glaube ich, von Zeitabschnitt her mein längstes LP, kann das sein? Vor allem, weil es einige Pausen hatte. Kommt mit in mein persönliches Geschichtsbuch. So, man sieht schon die Aufstände. Unten sieht man die 0,6, darüber nicht sonderlich hoch. Es wird wenig, vor allem weil der Ruf runtergeht, die Kriegsmüdigkeit ist weg. Es wird wenig, sehr gut. So wünsche ich mir eine Bevölkerung, die leise ist. Also, ne, leise von wegen, keine Scheiße bauen und so. Oh, Sakuna, sehr gut. Wo ist denn das? Da ist das, sehr gut. Sind jetzt zwar auch die anderen Religionen vertreten, aber komm, hey. Bei den Kolonien, wie gesagt, dulde ich das. Im Reich nicht so. Ich brenne auch ziemlich auf Pokémon Y, möchte ich zugeben. Das werde ich mir direkt zum Release. Obwohl, vielleicht nicht direkt zum Release. Obwohl, doch. Ich habe es da vorbestellt. Werde ich auf jeden Fall direkt holen und dann durchsuchten und dann auch irgendwann Competitive spielen. Habe ich vielleicht ein paar Mal erwähnt, aber ich sag's nochmal. Werde ich definitiv machen. Und wer weiß, vielleicht spielen ja von euch auch einige Pokémon. Wollen ihr euch auch Pokémon X oder Y holen? Vielleicht treffen wir uns irgendwann mal in den Matches dann. Bin mal gespannt dann. Ich frage mich ja selber, ob das Team, so wie ich es mir denke, auch vernünftig funktionieren wird. Ich bin auch dabei, die ganzen Items zu farmen. Leben Orb und so eine Scheiße, Fokusgurt. Dazu auch noch passende Pokémon zu fangen. Ja, ich bin noch ein bisschen dabei. Wird aber dauern, die auch hochzutrainieren auf Level 100. Oh Gott. Es wird noch was dauern, aber es muss.
Mir fällt gerade was ein, ich habe was vergessen. Nicht schlimm. Ist übrigens nahezu unwichtig. Also, wird euch nicht interessieren, interessiert eigentlich nur. Obwohl, mich interessiert es ja auch nicht, ansonsten hätte ich es nicht vergessen. Ist aber nicht schlimm. Ja gut, für einige, die sich jetzt fragen von wegen, boah, Leo, sag's doch endlich. Ich wollte meinem Vater eigentlich das Spiel aufnehmen, München gegen Schalke, ich hab's vergessen. Wer war schuld? Dieses LP. Naja, es sind noch 4 Minuten, dann haben wir das erstmal auch durch. Dann können wir in aller Ruhe rendern, morgen früh was hochladen, dann zum Wahllokal latschen. Das X schön kennzeichnen, sodass der Wahlzettel ungültig wird. Nein, natürlich nicht. Ja, und dann ist schon fast wieder Montag. Oh. Naja, ist nur 1,5 Wochen, dann habe ich 1,5 Wochen Urlaub. Lustig, oder? 1,5 Wochen noch und dann 1,5 Wochen Urlaub. Nein, war nicht so lustig, wie ich mir jetzt dachte. Okay. Die Spanier landen in Indien. Höchst interessant. Kriegst du mich gerade weg? Yep, sehr gut. Und was sagt man so? Ist ja fast nichts mehr. Das einzige, worauf ich vor ist, nehme ich mal an, das sind die Provinzen, die ich gerade erobert habe, beziehungsweise da, wo ich gerade die Religion ändern will. Da wird es jetzt am höchsten sein. Ansonsten ist eigentlich nichts mehr. Hab ich da nicht jemanden hingeschickt? Interessanterweise habe ich es wohl vergessen. Naja, okay. Dann habe ich es wohl vergessen zu machen. Nun gut, ich hab's vergessen. Wundert mich gerade, ich habe eigentlich gedacht, ich habe da unten schon alles gemacht, aber anscheinend fehlte mir da was. Republikanische Franzosen sind auf jeden Fall auch näher an der Macht und wollen gerne auch in ganz Frankreich die Macht übernehmen. In Barrios gibt es welche, die haben keinen Bock auf mich. Wir wollen zu Frankreich gehören. Ja, spalt dich ab von mir. Komm, mach es. Neuer Kriegsgrund gegen Frankreich. So, ein Dock kann man da mal bauen. Ein bisschen Strecken schaltet auch nicht. So, mal gucken. Morgen muss ich noch Pokémon aufnehmen für Montag oder Dienstag. Da muss ich mal überlegen, wie wir dann den Rest machen werden. Guck mal, da ist WU. Wut! War jetzt extrem schlecht, aber der musste sein. Succeeds, also, geht doch. Dehnen wir uns doch ein wenig nach Süden aus. Vor allem interessant, dass es hier keine richtigen Grenzen gibt, wenn man sich das hier so anguckt, ne? Ach, Gustav, Mann! Aufstände da, wo ich keine haben möchte. Die können alle zu meinen Gegnern gehen. Die können alle in Frankreich ruhig Aufstände machen. Ist mir alles vollkommen egal. Nur nicht bei mir. Na gut, ist halt nötig, ne? Normalerweise hat er hier seine Provinzen. Ich weiß zwar auch nicht, warum er da ist, aber naja, gut, er ist da. So, Leute, dann verabschiede ich mich dann schon mal vorzeitig vielleicht. Mal kurz gucken, was die Aufstandsrate sagt. Das höchste 7, der Stand liegt wohl so bei 3%, würde ich sagen. Ist in Ordnung, ist relativ wenig. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal in 2 Wochen, nämlich dann. Wobei nicht unbedingt in 2 Wochen. Aber mal gucken. Wahrscheinlich so in der zweiten Oktoberwoche. Ups, kurz gegen das Mikro gekommen. Mal gucken, wann genau. Keine Ahnung. Dann werden wir auf jeden Fall die Osmanen immer fisten. Bis dann. Tschüss.